Wir sind die Sportexperten vom Gymnasium Buxtehude Süd. Das ist Ben, Marie, Julia und ich bin Selina. In Buxtehude ist hier natürlich das Top-Thema Handball. Wir interviewen jetzt Isabel Klein, die in der Nationalmannschaft spielt, und Dominik Klein, der beim THW Kiel spielt. Auf geht's! Ich bin Julia und das ist Selina und wir sind von den Sportexperten. Ich spiele beide oft in drei Wettbewerben, Bundesliga, Champions League, DHB-Pokal und ihr seid Nationalspieler. Isabel, denkst du auch an was anderes als an Handball? Nicht so häufig. Das ist ja dann das Gute, wenn der Partner auch Handballer ist, dann stört es dir nicht so sehr, wenn man viel über Handball redet. Ab und zu schafft man es aber auch mal, dass man abschaltet und ganz andere Sachen macht und einfach mal genießt, in der Natur ist, draußen ist, ins Kino geht, was ganz normale Menschen auch machen. Dominik, würdest du gerne parallel zum Handball auch eine andere Sportart machen? Würde das dein Verein der THW Kiel überhaupt erlauben? Da wir aus dem Süden kommen und die Berge so gerne haben und auch mal Skifahren würden, musste ich das allerdings die letzten Jahre ein bisschen einstellen, weil das natürlich erstens mal auch gefährlich ist. Sprich, da darf nicht viel passieren und das Risiko ist einfach zu hoch. Isabel, warum hast du deinen Mädchennamen Nagel nicht behalten? Du warst doch schon als Isabel Nagel bekannt. Ich weiß nicht, ob du Dominik so begeistert davon gewesen wäre, wenn wir zwei Namen haben. Nein, da bin ich vielleicht ein bisschen klassisch. Ich finde, wenn man heiratet, dann auch wenn man gemeinsam einen Namen haben will. Und Nagel und Klein sind beide nicht die ausgefallensten Namen. Und war naheliegend, dass wir den Männernamen sozusagen übernehmen. Dominik, würde für dich auch der frühere Nachname von Isabel in Frage kommen? Jetzt kommen langsam die Fragen, wo man quasi merkt, was nicht im Internet steht. Mir wurde gesagt, ihr wollt rausfinden, was alles nicht im Internet steht. Also ihr recherchiert sehr gut. Diese Fragestellung ist auch eine besondere, die mir so noch nicht gestellt wurde. Deshalb kann ich aber nur antworten, dass ich schon meinen Namen wollte eigentlich. Ich das gewusst hätte. Durch deine Verletzung konntest du nicht Handball spielen. Wir haben gelesen, dass du außerdem noch einen Job hast. Was hat dein Chef dazu gesagt, als du nicht arbeiten konntest? Also ich konnte zum Glück nicht 6 Monate lang nicht arbeiten. Ich habe zum Glück einen Chef, der selbst Sportler ist. Sprich, da habe ich großes Verständnis dafür gehabt, dass es eben halt einfach nicht ging. Ich habe trotzdem ja versucht, oft von zu Hause was zu machen, wenn immer es möglich war. Aber ich hatte da sehr viel Glück, er hatte da sehr viel Verständnis dafür. Dominik, hast du auch noch einen anderen Job oder brauchst du immer nur Handball spielen? Und Isabel verdient das Geld mit ihrem Job. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Also wenn die Karriere vorbei ist, werde ich Hausmann, kümmere mich um die Kinder. Und man muss ja auch immer das beste Pferd ins Rennen schicken. Ne? Also deshalb danke für den Tipp. Haben dich deine Mannschaftskolleginnen kurz nach deiner OP besucht? Ja, da habe ich ganz tolle Mannschaftskolleginnen. Also ich glaube, die waren noch am Tag selber, waren noch welche da und die Tage danach, eben, solange ich noch im Krankenhaus war, die haben mich auch die nächsten 6 Wochen sehr gut unterstützt. Also egal, ob es dann um Reha mal ging oder wann immer sie irgendwas machen konnten, wo ich dabei sein konnte. Die haben da viel dafür getan, dass ich mich nicht so alleine gefühlt habe. Nicht nur die Kolleginnen waren zu Besuch, ne? Ja. Notiert das bitte. Warum ist der deutsche Frauenhandball in letzter Zeit schwächer als die anderen Landesmannschaften? Hier kommt die Kritikerin. Das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube, wir hatten in den Jahren gerade 2007, 2008, als die Nationalmannschaft sehr erfolgreich waren, viele Spielerinnen, die eben sehr erfahren waren und deswegen auch die Mannschaft gut leiten konnten. Danach war so ein bisschen so ein Umbruch, dass viele junge Leute reingekommen sind und die müssen sich auch erstmal etablieren. Man hat auch in anderen Ländern gesehen, beispielsweise Dänemark, die waren vor ein paar Jahren komplett weg von der Bildfläche, weil man einfach diesen Umschwung gemacht hat. Und jetzt sind sie wieder sehr erfolgreich. Also ich glaube, man braucht auch ein bisschen Geduld für die Leute, die nachkommen. Dominik, du bist 1,90 Meter groß. Nervt dich dein Spitzname Mini nicht? Nein, weil den hat mir mein Papa mitgegeben. Und zwar, als ich in der Jugend
Zeit gespielt habe in der E-D- und C-Jugend, war ich immer einer der Kleinsten bei uns in der Mannschaft. Und somit und er war mein Trainer auch ganz am Anfang. Und da hat er mich Mini genannt. Und deshalb, dabei ist es geblieben. Und ich war froh, dass ich nochmal so einen kleinen Schub gemacht habe, was die Größe angeht. Du bist mit Toto Jansen gut befreundet. Wie fandest du es, dass er 2011 nicht mit zur WM durfte? Ja, das ist natürlich, wir sind auf der gleichen Position, sprich, das ist eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil da ging es um Leistung, es ging um, ja, 2 von 3 dürfen mitfahren, da müsste man eigentlich mal Heiner Brandt anrufen und mal den fragen, was der so meinte, aber unserer Freundschaft hat das keinen Bruch gegeben und wir verstehen uns immer weiterhin gut, wir telefonieren eben und hoffen, dass wir uns bald wieder auch auf dem Spielfeld sehen. Wir haben gelesen, dass ihr 20 Kinder wünscht. Wann soll das losgehen? Und Isabel, bist du damit überhaupt einverstanden? Jetzt wird die Recherche langsam ein bisschen. Das war die Sache mit dem, was Dominik vorhin gesagt hat. Er wird Hausmann, er kriegt auch die Kinder. Hat er vergessen zu erwähnen. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben beide eine Leidenschaft an sich für Kinder. Wir arbeiten an sich auch einfach gern mit Kindern zusammen, aber die müssen nicht ganz klein sein, sondern die dürfen auch gerne ein bisschen älter sein. Ja, wir haben beide die Leidenschaft Handball und das ist für uns momentan eigentlich die Priorität. Alles Weitere werden wir dann in Zukunft noch sehen. Also eine Handballmannschaft lang. 20 ist ein bisschen viel. Ihr wohnt beide im Norden. Wenn ihr die ganzen Kinder habt, wo wollt ihr dann leben? Also es ist auf jeden Fall mal angedacht, wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen. Vielleicht auch weiter Richtung Süden. Sprich, Isi kommt aus München, ich komme in der Nähe von Aschaffenburg. Also sprich, Bayern ist schon mal eine gute Kombination, wo das dann sein wird. Allerdings glaube ich und hoffe ich, dass wir noch auch Kinder hier im Norden bekommen, solange wir hier sind. Und das liegt aber an uns beiden. Okay, und jetzt machen Ben und Marie weiter mit den X-Specials. Jetzt kommen wir zum Sportexperten-Quiz, dem schnellen Quiz. Ihr habt eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Mal sehen, wer mehr von euch weiß. Es geht los. Wie viele Oktaven hat ein Klavier? Sportfragen. Also für uns beide? Oktaven. Hat ein 6. 7. 7 ist richtig. Wo liegt der magnetische Nordpol? Im Norden. Im Süden. Am Südpol. Was braucht eine Pflanze zum Keimen? Licht. Dünger. Wasser, Luft und Wärme. Was ist das größte lebende Säugetier? Ein Wal. Blauwal. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt der Türkei? Istanbul. Ankara. Richtig, Ankara ist richtig. Wie viele Buchstaben hat das ABC? 26. E, I, O, U. plus X. 26 oder 24? Falsch, 3. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Na, das waren 16. Richtig. So, jetzt haben wir ein bisschen ruhig. Gut, erstmal Stopp. Okay, jetzt kommen wir zu dem Sportexperten-Duell. Ihr beide gegeneinander. Ihr guckt euch gegenseitig in die Augen und wer als erstes lacht oder grinsen muss, hat verloren. Grimassen schneiden ist erlaubt. Ist erlaubt. Ja, wir müssen sie anschauen. Wir spielen das zu Hause auch immer und ich verliere. Immer. Das ist nichts, aber ohne Sagen. Nur Grimassen schneiden. Nur Grimassen. Ich muss sagen, wenn es losgeht. Achtung, fertig, los. 1-0. Bis wie viel spielen wir? Nee, das können wir gleich wieder aufgeben. Nochmal. Das wissen wir gar nicht. Wer zählt runter? 3, 2, 1.
zwei Sätze schon. Jetzt kommen wir zu den Sportexperten Extremen. Nennt die drei extremsten Momente in eurem Leben, egal ob positiv oder negativ. Hochzeit, Kreuzbandriss, erstes Länderspiel. Also, ich hab meine jeder seine. Erstes also Hochzeit, natürlich. Das ist, war das schönste Erlebnis. Ja, reicht. Okay, jetzt kommen wir zu den Sportexperten-Ticks. Habt ihr einen ganz bestimmten Tick? Ich zum Beispiel nehme immer meine Lieblingsmedaille mit zum Wettkampf. Nein, habe ich gar nicht, gar keine Ticks. Und du? Gegenfrage, welche Sportart? Leichtathletik? Ich habe mal so ein paar Ticks gehabt, allerdings so Duschen vorm Spiel, kalt duschen, damit man frisch ist, aber das habe ich aufgegeben, weil das hat irgendwann nichts mehr gebracht. Deshalb... Ich lasse alles auf mich zukommen vorm Wettkampf und bringe mich in einen guten Zustand. Okay, jetzt macht Ben weiter. Kommen wir nun zu dem Sportexperten Nix. Welche Sportarten könnt ihr überhaupt nicht? Segeln. Ballett. Okay, vielen Dank für das Interview.